gerne einmal noch mal ganz kurz runtergehen nach Hateno, um zu gucken. Ist hier? Nein, Hateno ist auf der anderen Seite. Um zu gucken, ob ich da irgendwas an guten Klamotten noch gekauft kriege. Gasthaus, das ist mir jetzt aber erstmal egal. Warte. Hier sind noch Kochstellen. Das ist eine Färbe. Das ist die Färberei. Da drüben. Eine Holzkelle. Hier muss es doch irgendwo ein Feuerchen geben. Einmal so in die Hand. Läuft ja super. Trinken, Lara. Ja. Entschuldigung. Wie kriege ich da das Feuer an? Ich werde es nie lernen. Hami unterstrich Koffein. Wart welches Feuer? Zum Kochen. Zum Kochen. Ich will kochen. So. Und zwar in die Hand. So. Ach, alles gut. Scharfes Kochobst. So, in die Hand. Machen wir davon mal zwei. Die eine ist krank und schon schlafen und die andere war beschäftigt. Nein, oh, was mache ich denn? Wird bestimmt voll scheiße, oder? Scheiße.
scharfe Kräuterreisbällchen. Geil. Nein. Was willst du? Luzi ist krank und ich wurde informiert, dass nicht jeder meinen Trinkrhythmus überlebt. Disappoint. Nein, das heißt immer noch enttäuscht. Meine Matschkuchen sahen früher auch immer so aus. Sehr schön. So. Danke. Wir sind ein deutscher Stream, also machen wir es deutsch. Ich kann die Sachen auch mal umbenennen. Wir können ja mal gucken, ob wir das vielleicht morgen oder so machen, dass wir denen mal Namen geben, die ihr dann auch versteht. So, ich koche gerade einfach mal alles, ne? Sportechse. Nee, das sollte man, glaube ich, nicht machen. Insekten und so sollte man, glaube ich, ja nicht mit normalen Lebensmitteln kochen. Ich glaube, das war doch so. Die Namen sind immer so gewählt, dass ich nicht drauf komme. Das hat dieses Team. Eins Art funktioniert. Schleicht Meeresfrüchte. Ach du Scheiße, das sind 6. Okay, ich glaube, das heben wir noch ein bisschen auf. Schwertkäfer, Schleichwürmchen. Ich glaube, das konnte man mixen. Kraftmedizin. Jo, genau. Das heißt, das zweimal... Insekten und Monsterzutaten konnte man mixen und den ganzen Rest. Schleichmedizin. Zack, zack, zack. Und ich weiß, man kann eigentlich voll coole Sachen machen und ich mache hier einfach nur irgendeinen Blödsinn. So, Spurtkröte. Ich werde jetzt erstmal meine Nüsse toasten, weil nur geröstete Nüsse entfalten ihren intensiven Geschmack. Dann toaste du mal deine Nüsse. And then we're gonna finish it off with butter. Yeah, you got our butter. Butter, oh baby. Sportmedizin, nice. Das Bocklin, sehr seltene Zutat, die du nach Besiegen eines Bocklins erhalten hast. Es pocht und es sagt, ob es für irgendwas Gutes. Konnte man damit auch irgendwas kochen? Basti, die Kombi passt super. Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nicht für zart Beseitete. Sehr schön. Ah, sieht aus, als hätte ich einen Kochstream gemacht. Also die vielleicht weniger XD. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen, aber vielleicht findest du irgendeine andere Verwendungszweck dafür. Bitte, um ihn zu essen, aber zur Zubereitung von Medizin hochgeschätzt. Zurücklegen. Ich.
habe ich wieder irgendwas. Ausdauerdampfpilze. Nice. So, was haben wir denn noch so? Hier ist noch Rüstling. Kombiniere ich mal mit Äpfeln. Abwehrobst mit Pilzen. Dann machen wir doch direkt noch einen. And again. Abwehrobst mit Pilzen. Nein. Was haben wir denn noch? Schleichling in die Hand. Keine Ahnung, wofür ich schleichen müsste, aber wir machen es einfach mal. Schleichdampfpilze. Schwertbarmann. Körperkraft gekocht, verstärkt es diesen Effekt noch. Hami unterstrich Koffein. Lara, das mag jetzt BSG sein und ich Timo Ute mich mit nem Timer auf meinem Handy dafür auch gern selbst, aber willst du mit den Sachen nicht lieber deine Klamotten aufwerten? Ich kann meine Klamotten aufwerten? Meine Klamotten auf. Er mir unterstrich Barschuhe. Ja, dann schmecken die besser. Ach so. XD. Erinnerst du dich doch an die Fee? Oh! Oh ja! Oh. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, für was ich das brauche, aber ja. Bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nein? Nein? Heißt das etwa... Du hast doch nicht etwa vor, hier in Hatino zu bleiben, oder? Nein. Hatte ich nicht vor. Dachte ich mir. Sonst geht es zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella... Ich meine, ich stehe hier Wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Fremde? Ja, so welche wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halt dich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Der Dorfnazi. Der kam unerwartet. Oh Gott. Ja, aber so in der Art, ne? Wenn nur nicht alles so schwierig wäre. Er passt auf, dass Fremde keinen Ärger machen. Ja. Was soll ich bloß schenken? Ah ja, sag mal, welche Geschenke können Fräulein Primella vom Gasthaus Sahel wohl gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes. Der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Ein ausdauernder Verehrer. So, dann will ich hier nochmal gucken. Also, Dichter. Finde ich mega, aber ich habe nicht so viel Kohle. Ich könnte mir die Kapuze holen. Zu teuer.
Zu teuer. Das haben wir. Zu teuer. Ich glaube, ich hole mir mal die Kapuze. Ja, die Kapuze. Einverstanden. Das andere ist noch zu teuer. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir erstmal das so. Guck mal, ich sehe auch gar nicht mehr dubios aus. Boah, ich freue mich so sehr, wenn wir wieder als Mädchen durch die Gegend rennen. Ich liebe dieses... nennen wir es Cosplay. Nennen wir es einfach Cosplay. Puh.